Thilo, wir haben eben über die unteren Sturzbügel gesprochen. Die schützen letztendlich den Motor. Jetzt haben wir hier die oberen Sturzbügel liegen. Sagen wir drei Sätze. Material ist das gleiche? Material ist exakt das gleiche. Das heißt, wir haben auch hier wieder Edelstahl, 2 mm Rohrdurchmesser. Und ich glaube, das ist ein 20 mm Rohr oder 22er. Also auch ziemlich stabil. Ich kann das Motorrad letztendlich drauf ablegen. Oder du kannst es da dran aus dem Schlamm rausziehen. Okay. Du hast vorhin gesagt, Edelstahl elektropoliert oder pulverbeschichtet. Das ist letztendlich pulverbeschichtet schwarz. Das ist wieder pulverbeschichtet schwarz, ja. Okay, wie sieht das hier mit dem Zerkratzen aus? Bei den elektropolierten ist es so, dass man einfach mit dem Küchenschwamm alle Kratzer wieder wegpolieren kann. Bei den schwarzen ist es so, dass die Pulverbeschichtung so dick und zäh ist, dass erstmal relativ wenig passiert. Und wenn doch mal ein Kratzer reinkommt, dann passiert mit dem Untergrund nichts, weil da kann nichts rosten, ist ja Edelstahl drunter. Okay, wie werden die dran befestigt am Motorrad? Also wir werden es nachher einfach mal gemeinsam probieren und versuchen, die anzubauen. Die oberen Sturzbügel schützen letztendlich die Seitencover. Und den Tank. Also letztendlich darf man nicht vergessen, dass bei der Maschine es mal passieren kann, wenn ich sie im Gelände ablege, dass sie überkippt und auf einen Stein von oben drauf fällt und eine Delle im Tank ist noch zu verschmerzen, ein Loch im Tank ist recht unangenehm. So haben wir hier einfach den Schutz. Die Sturzbügel selber werden an drei verschiedenen Punkten wirklich am Motorrad befestigt. Das heißt, ich habe unten die Verbindung und oben werden sie nochmal abgestützt. Da verbiegt auch nichts. Okay, das ist also auch der Grund, warum wir hier zwei verschiedene haben, die unabhängig voneinander sind. Das heißt, wenn ich unten nur, wenn ich unten den hochgezogenen Motorschutz nehme, dann lasse ich die kleinen Sturzbügel weg, kann aber trotzdem die oberen wieder montieren. So sieht's aus. Okay. Letztendlich habe ich mich jetzt für die Hardcore-Variante entschieden, also zwar kleiner Motorschutz, aber dann die kleinen Sturzbügel unten zum Schützen des Motordeckels und zusätzlich die oberen Sturzbügel. Das hat noch einen weiteren Grund, warum ich das gemacht habe. Wenn ich ein bisschen härter ins Gelände gehe, bin ich nicht so ein Freund vom Tankrucksack, den lasse ich dann weg. Auf einer großen Tour hat man sowieso den großen, meistens den Pro Digital von uns drauf, den man für das große Kamera-Equipment benutzt, aber im harten Gelände möchte ich da vorne einfach so ein bisschen Freiheit haben. Deswegen, was ich mache ist, ich würde mir hier die Taschen kaufen und würde einfach gucken, dass ich die an die Sturzbügel dran montiere. Die sind dafür extra gemacht. Die sind genau für die Sturzbügel gebaut, geben nochmal 3-4 Liter zusätzliches Volumen für Ersatzhandschuhe, für eine Wasserflasche. Und stören absolut nicht, wenn man im Gelände doch mal sich nach vorne beugen muss. Es wäre sonst ein Tankrucksack im Weg. Du hast schon gesagt, du bist kein Freund davon. Also auch die Bewegungsfreiheit ohne Tankrucksack ist deutlich höher. Okay, und die ziehe ich letztendlich einfach drüber und mache sie mit Klett fest? Genau. Okay, wie wasserdicht sind die Dinger? Das Material selber ist ein Teflon-beschichtetes Cordura. Das heißt, da kommt per se kein Wasser durch. Sie sind wasserabweisend. Ganz wasserdicht sind sie natürlich nicht, weil sie sind immer noch vernäht. Okay. Das heißt, ein Handy packe ich woanders rein, aber alles andere letztendlich kann hier entsprechend. Wir haben auch abriebfestes Cordura, das heißt, wenn ich meine Regensachen da reinpacke, sollte auch bei einem Sturz es nicht passieren, dass das Ding kaputt geht und letztendlich meine Regensachen beschädigt. Du musst schon lange über Asphalt rutschen, dass da irgendwas passiert. Ja, dann brauche ich die Regensachen wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay. Das versuchen wir nachher gleich anzubauen, wenn der Kollege mit dem Fahrwerk fertig ist und dann ziehen wir die Sachen drüber und dann gucken wir einfach, wie das aussieht. Ich glaube, das wird das Bike auch schön bullig machen, das hat einen guten Look, sieht so ein bisschen aus wie die Adventure-Sport-Variante nachher, die es ja leider, glaube ich, in der schwarzen Variante nicht gibt, sonst hätte man auch darüber diskutieren können, aber so haben wir das leichtere Bike letztendlich mit dem gleichen Look.